10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0! La mulți ani! La mulți ani români! Bine ați venit în Europa! Ich wünsche Ihnen ein glückliches neues Jahr! I would like to greet the Hungarian community in Romania. I'm Ursula Plassnik, the Austrian Foreign Minister, and I would like to say Grüß Gott in the European Union. I would like to congratulate you. You have done a tremendous job. You have done a tremendous comeback into the European family. Am 1. Jänner 2007 begann die EU-Mitgliedschaft Rumäniens. Nach 50 Jahren Kommunismus und Unterdrückung und 15 Jahren zähen Übergangs zu demokratischen Verhältnissen kam mit der EU eine neue Herausforderung. Täglich um 5:30 Uhr waren vom Dorf Tormak Firmenbusse ins 45 Kilometer entfernte Temeswar. Wir haben uns im Bus kennengelernt, als wir zur Arbeit gefahren sind. Er ist angestellt worden und nach einem Monat sind wir zusammen in die Disco gegangen. So haben wir uns besser kennengelernt und dann beschlossen, zusammen zu bleiben. Wofür Temeswar in Rumänien, ja sogar in Europa berühmt ist, ist die Multikulturalität und Multikonfessionalität. 1716 wurde die Stadt durch Prinz Eugen von Savoyen von den Osmanen befreit. So kamen zu der einheimischen rumänischen und serbischen Bevölkerung auch die Ungarn und Menschen aus allen Teilen des Habsburgerreichs dazu. Durch die Multikulturalität haben wir hier auch deutsche, ungarische und serbische Schulen. Und es gibt etwas Besonderes, das man den Zauber von Temeswar nennt. Das bedeutet friedliches Zusammenleben, Toleranz und gegenseitiger Respekt. Als Geschäftsmann würde ich sagen, das Wichtigste war der Flughafen. Das nächste Argument ist, dass wir sehr, sehr nahe an der Grenze liegen und sehr nahe vom ungarischen Autobahnnetz sind. Und außerdem, wir haben diesen Approach zu der deutschen Kultur, zu der österreichisch-ungarischen Kultur. Es gibt hier sehr viele Minderheiten, die uns sehr, sehr viel nach oben gezogen haben. Das weiß ich, weil ich selber ein Rumäne bin. Hatte aber das Glück, zwischen den Schwaben, den Banater Schwaben, groß zu werden. Anders als in vielen Nachbarländern leben hier in Temeswar die Volksgruppen friedlich miteinander. Etwa 85% sind Rumänen, dazu Ungarn, Deutsche und Serben. Der EU-Beitritt war für alle ein Schritt in eine neue Zeit. Jetzt gibt es zwei Antworten, die ehrliche und die offizielle. Als Rumäne würde ich sagen, Rumänien wurde nicht zu früh zur EU aufgenommen. Persönlich ist es viel, viel zu früh gewesen. Ich bin sicher, dass EU völlig profitiert von die Tarife, die hier praktiziert werden in Sachen Arbeitskräfte. Und dadurch können auch die westlichen Betriebe weiter kompetitiv sein und mehr Wert schöpfen. Vielleicht war das auch ein Grund, warum wir so früh zur EU gekommen sind. Nur, ich glaube, wir waren nicht so groß, um die EU zu destabilisieren, und ich glaube, wir wurden von der EU einfach verschlungen. Schauen Sie an, Bulgarien und Rumänien ohne europäische Perspektive. was für Entwicklung wäre auf dem Balkan. Diese zwei Länder sicher hatten Balkan stabilisiert. Sicher. Ich weiß nicht, ob es wäre möglich ohne europäische Perspektive. Ja, weiß ich nicht. Das ist auch die Frage, war es zu früh oder nicht. Es war möglich. Ja? Es sind auch die Probleme, aber wir bewältigen sie. Wir legen zurzeit fast die Hälfte von unseren Mitarbeitern von Randgebiet, das bedeutet bis zu einer Weite von 60 Kilometern. Wir rechnen zum Beispiel in Temeswar mit einer Arbeitslosigkeit, die unter 1,5% steht. Wir beschäftigen in Temeswar 2.000 von den gesamt 18.000 in Rumänien. Wir sind zurzeit einer der größten Arbeitgeber geworden in Rumänien. In Temeswar, wir bauen die Kabelbäume, also die elektrischen Systeme für BMW, für zwei Modelle, 1 und 3 BMW. Dorința mea ar fi multe. Eu vreau să-mi construiesc casă. Naja, Wünsche hätte ich viele. Ich möchte ein Haus bauen, mir ein besseres Auto kaufen und ein glückliches Leben führen. Să trăiesc bine și fericită. Wir haben 5 Kinder und alle gehen in die Schule. Wir arbeiten für die Kinder, sodass sie eine bessere Zukunft und eine bessere Ausbildung haben. Die Vollbeschäftigung ermöglicht es den Pendlern, in ihren Dörfern bleiben zu können. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus musste auch die Landwirtschaft neu strukturiert werden. So entstehen neue, größere, konkurrenzfähige Betriebe. Es ist ein Abenteuer und ein Risiko, aber ich war immer davon überzeugt, wenn du etwas wirklich willst, kannst du es auch schaffen. Wir haben 150.000 Euro von der EU als Förderung bekommen. Wir hatten eine Investition von 300.000 Euro geplant, aber dadurch, dass die Preise für die Baumaterialien gestiegen sind, sind wir am Ende auf 400.000 Euro gekommen. Neben der Förderung von Investitionen gibt es von der APIA Direktzahlungen entsprechend der Betriebsgröße. Dafür wurde eigens ein neuer Luftbildkataster für ganz Rumänien angelegt. Wer mehr als einen Hektar bearbeitet, kann um Förderung ansuchen. Der Großteil der Gelder kommt von der EU. Es ist ein gutes Gefühl, weil wir als Amt Gelder vergeben, wohingegen viele Institutionen stets Geld verlangen. Die Angaben der Bauern werden von APIA kontrolliert und die ihrerseits von der EU. Wir haben 120 Mitarbeiter, deren Aufgabe es ist, zu prüfen, ob die nationalen Kontrollsysteme den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts entsprechen. Im letzten Jahr waren wir allein 4-mal in Rumänien, um zu prüfen, ob das Kontrollsystem den Anforderungen entspricht. Wenn du monatlich eine große Rate zurückzahlen musst, kannst du nachts nicht gut schlafen. Aber dann, wenn der Kredit vollständig abbezahlt sein wird, hast du die Genugtuung, dass du eine Investition hast im Wert von mehreren 100.000 Euro. Die ersten Computer wurden in Temeswar 1964 produziert. Der Softwarebereich war der erste Zweig, der sich in Temeswar entwickelt hat, weil es hier dafür eine Schule und eine Ausbildung gab. Nach de Gaulles Besuch in Bukarest 1968 erhielt Rumänien einen 15 Milliarden $ Kredit, um sich zu entwickeln. Ceaușescu unterschrieb einen Computerlizenzvertrag mit Frankreich. A semnat cu Franța o licență de calculatoare. 1980 gab es bereits 35.000 Softwareingenieure. Das Regime war aber bei weitem nicht so fortschrittlich wie die wirtschaftliche Entwicklung. Während der kommunistischen Diktatur waren die 3F das Schlimmste. Frieren, nichts zu fressen und Furcht. Das wurde auf eine teuflische Art eingesetzt. Seien Sie alle herzlich willkommen zur Eröffnung der Revolutionsgedenkstätte, deren Präsidentin Ana Blandiana ist. Ich möchte mich zuerst für Ihr Kommen herzlich bedanken. Bei den politischen Gefangenen, die damals in Brașov inhaftiert waren, und ich denke an jene, die die Revolution am Universitätsplatz überlebt haben und die seit 18 Jahren darum kämpfen, dass jene Ideen, für die die Menschen während der 50-jährigen kommunistischen Diktatur starben, nicht verloren gehen, sondern endlich verwirklicht werden. Dieses System hat die Authentizität des Menschen zerstört. Das sind die wahren Folgen des Kommunismus. Stalin und im Namen der Kommunistischen Partei fordere ich Sie auf, Ihre Pflicht zu tun. Genossen, Sie haben 1 Stunde und 20 Minuten, um Ihr Urteil zu fällen. Also in Temeswar gibt es 3 staatliche Theaterhäuser in 3 verschiedenen Sprachen, und zwar das rumänische Nationaltheater, das Deutsche Staatstheater Temeswar und das Ungarische Theater. Und alle 3 Theater sind zusammen mit der Oper im gleichen Gebäude untergebracht. Das ist, glaube ich, in Europa einmalig. Wie ich das überlebte? Aufgrund unserer Seele und aufgrund der Ideale, für die ein jeder bereit war, Opfer zu bringen. Dieses Ideal ist nicht als Heldentum zu bezeichnen, nein, ganz und gar nicht. Es war ein Akt der Hingabe. Fast jeden Monat bekam ich Besuch von der Securitate, die von mir verlangten, gegen Menschen auszusagen, um sie daraufhin verhaften zu können. Ich versuchte immer nur diejenigen Informationen weiterzugeben, von denen ich annehmen konnte, dass sie niemandem schaden werden. Was mein Gewissen aber belastete, war die Tatsache, dass ich in Verbindung mit den Leuten von der Securitate bleiben musste. Denn jene, die sagten, nein, ich will mit euch nichts zu tun haben, sind deswegen zu Haftstrafen verurteilt worden. Condamnați la închisoare. Die EU und die NATO haben uns ja bewiesenermaßen akzeptiert, obwohl alles noch in festen Händen der Securitate war. Also unser Beitritt zur EU und auch der anderer Staaten Osteuropas hatte meiner Meinung nach nichts mit der moralischen Umwälzung der Länder zu tun. Es war mehr ein makroökonomisches, ein strategisches und ein geopolitisches Interesse. Ich weiß, dass ursprünglich die italienischen Firmen nur wegen der günstigen Löhne hingezogen sind. Es war natürlich nicht sehr gescheit, Schuhe zu produzieren, die vielleicht mit chinesischen Firmen konkurrieren konnten. Jetzt verändern sich die Dinge. In Temeswar können Sie heute sehen, wie sich Firmen auf höherem technischen Niveau etablieren. Dort entsteht ein Europa vom Feinsten. Dem italienischen Koch Antonio Passarelli ist es innerhalb von 18 Jahren gelungen, ein Gastroimperium aufzubauen. Temeswar ist eine Stadt, in der verschiedene Kulturen gemeinsam kochen. Es ist eine kosmopolitische Stadt. Sie hat vieles an sich, was mich dazu gebracht hat, mich in sie zu verlieben. In Temeswar gibt es mein Restaurant, in Temeswar gibt es mein Catering-Unternehmen, mit welchem wir mehrere Firmen beliefern. In Bukarest gibt es meine Kochkurse, wo ich unterrichte, Consulting, den Verband der rumänischen Köche, deren Vizepräsident ich bin, und das rumänische Fernsehen, wo ich meine Sendung habe. Televisiunea romană unde fac emisiune. Și acum spun un lucru oribil. Ich muss einfach etwas loswerden. Es ist hier heute so, wie es bei uns in Italien in den 60er und 70er Jahren war, der berühmte wirtschaftliche Boom. Damals hat alles so funktioniert, wie es heute hier funktioniert, weil es das Schmiergeld gibt, weil es die Korruption gibt. Lass mich bauen, dann mache ich dir dafür dieses und jenes. Da wurden Paläste gebaut und die Menschen verdienten viel Geld und so weiter und so fort. Rumänien hat am 22. Juni 1995 den Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Die haben einen riesigen Fortschritt gemacht und dieser riesige Fortschritt ist nun einmal nur zustande gekommen deshalb, weil eben dieses große Ziel der Mitgliedschaft in Aussicht gestanden ist. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre der gesamte Balkan heute nicht so weit wie er ist. Rund um Temeswar entstehen Industrie- und Gewerbeparks, und das nicht erst seit 2007. Adetim ist eine öffentliche Institution, die schon 1995 vom Landkreis Timiș gegründet wurde, um die Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung des Bezirkes Temeswar zu behandeln. Die Fische starben und der Fluss war an sich tot. Einfach gesagt, wir wurden quasi gezwungen, eine neue Anlage zu errichten, weil die rumänische Gesetzgebung der europäischen angeglichen wurde. Ich bin einer von 35 Europaparlamentariern, die Rumänien im Europäischen Parlament vertreten. Mein Interesse gilt dem nationalen Interesse des rumänischen Volkes. Und mein Ideal ist, dass Europa lernt, dass Rumänien kein Land zweiter Klasse mehr ist. Was die Wasserversorgung betrifft, so ist Temeswar die am meisten vernachlässigte Stadt. Das Wasser, das die Einwohner Temeswars trinken, stammt von der Bega, einem vollkommen verschmutzten Fluss, dessen Wasser nicht richtig behandelt wird. Die Kläranlagen sind veraltet, provisorisch und bei weitem nicht ausreichend. Das Kohäsionsprinzip, da geht es eben genau darum, dass man sagt, es werden jene Regionen herausgesucht, wo das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um 30% unter dem EU-Durchschnitt liegt, und diesen wird gezielt mit finanziellen Mitteln geholfen. Europa als Solidarprojekt. Ungefähr seit ich 10 Jahre alt war, bin ich mit meinem Vater zusammen fischen gegangen, weil auch mein Vater dasselbe Hobby hatte. Er hat mich mitgenommen, weil er gefunden hat, dass ich sein Sohn bin. Er ist heuer am 17. Februar gestorben. Meine Mutter wohnt jetzt bei mir, bis sie die Angst überwunden hat, alleine zu leben. Offener Brief über meinen Bruder. Sehr geehrter Herr Gorbatschow. Ich würde lügen, zu behaupten, ein klares Bild meiner Wünsche vor Augen gehabt zu haben. Ich konnte mir nie eine Gesellschaft nach der Revolution ausmalen. Die Revolution in Rumänien begann mit Demonstrationen in Temeswar. Die Menschen hier waren die ersten, die auf die Straßen gingen und ihr Leben für eine bessere Zukunft riskierten. Das ist der Target Man, ein Denkmal für jene Menschen, die am Universitätsplatz von Temeswar gestorben sind. Ich war auch eine Zielscheibe. Sie haben mir in mein Bein geschossen. I was a target too. They shot me in my leg. Der Opernplatz in Temeswar. Hier sind heute Nachmittag Luftlandetruppen der Securitate gelandet und haben sich hier verschanzt. Die Situation ist gefährlich, denn Ceaușescus Elitetruppe ist hervorragend ausgerüstet. Dieses Denkmal heißt der Sieger. In meinen Augen ist er aber ein Opfer. Sein Schwert ist gebrochen. Das soll versinnbildlichen, dass er tot ist. Um 16:40 Uhr haben sie angefangen zu schießen. Ein Mann wurde genau neben mir angeschossen, und wie ich mich zu ihm hinunterbeugte, um nach ihm zu sehen, wurde auch ich angeschossen. In einem Spital hat die Securitate einen Arzt erschossen. Ich möchte Ihnen sagen, dass die Revolution geglückt ist. Wir sind den Kommunismus losgeworden, aber nicht die Kommunisten und nicht die Securitate. Am Ende des letzten Studienjahres kamen die Leute der Securitate. Wir sprachen und sie schlugen mir vor, in den Dienst der Securitate zu treten. Ja. 1982 wurde ich nach Temeswar versetzt, wo ich diensthabender Abteilungschef war. Danach wurde ich zum stellvertretenden Chef von Temeswar befördert, was ich bis 1989 blieb. 153 Tote in Temeswar. Margarete Claudia, 12 Jahre, tot. Alin, 7 Jahre, erschossen. Verija Adrian, Arbeiter, 23 Jahre alt, Vater eines 1 Jahr alten Kindes, tot. Das ist der Friedhof der Revolution von 1989. Alles ist aus schwarzem und weißem Stein erbaut. Schwarz und weiß, Nacht und Tag, Tod und Leben, schwarz und weiß. Night, day, death, life, black, white, black, white. Dann kam der Tag, an dem Ceaușescu hingerichtet wurde. Es war Weihnachten und zum ersten Mal kam mir alles sehr unheimlich vor. Tribunalul, în numele legii și al poporului, condamnă pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală. Die Tatsache, dass zu Weihnachten ein Mord geschieht, auch wenn dabei ein Krimineller zur Strecke gebracht wird. Irgendetwas stimmte da einfach nicht. So begann alles von einem Augenblick zum nächsten suspekt zu werden. So wurde Ceaușescu zum alleinigen Schuldigen gemacht, doch das alte System blieb vollkommen erhalten. Die Geschichte enthält viele Vatermorde. Der Vater muss beseitigt werden. Die kommunistische Partei ist verschwunden, aber der Geheimdienst Securitate ist angekommen. Weil er alle wichtigen Informationen besaß, konnte er die Wirtschaft privatisieren und verdiente damit viel Geld. Es gab Skandale bei der Privatisierung des öffentlichen Eigentums und Fälle persönlicher Bereicherung. Diese wurden aber bis heute nicht gerichtlich verfolgt. Die Temeswarer sagen auch sehr gerne, es ist ein Klein-Wien. Aber um so weit zu sein, müsste man eigentlich noch sehr viel sanieren. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, bezüglich des Hauses, wir haben über die Reparatur des Daches und der Fassade gesprochen. Wissen Sie noch? Das Problem ist, dass einfach gerade in solchen Häusern denkmalgeschützt sind, sehr oft ehemalige Mieter des rumänischen Staates wohnen und nicht wirklich die Ressourcen haben, diese Häuser auch denkmalpflegegerecht zu sanieren. Die deutsche Gesellschaft GTZ finanziert hier eine Architektengruppe für Altbausanierung. Die meisten von Ihnen wissen, worum es geht. Sie wissen, dass ein Beratungsantrag bei uns eingereicht wurde und zusammen mit unseren Architekten haben wir eine Dokumentation über dieses Gebäude verfasst. Obwohl die Kredite gefördert sind, bleiben die Bauvorhaben für die Bewohner meist unerschwinglich. Das ist so irreal für uns. Wir haben schon bekommen, was diese Kosten sein möchten, aber das ist so eine große Summe, wo wir mit unseren Renten gar nicht, wir haben Rente von 200 € und das sind über, weiß ich wie viel, 1000 €, kommt auf ein Appartement. Die Lebensmittelpreise haben bereits europäischen Standard. Ein Liter Milch kostet etwa 1,20 €. Mit diesen 500 Lei im Monat, das ist gar nichts. Das ist nichts. Das ist zu wenig. Petru Eliășcu hat sofort nach der Revolution eine karitative Organisation gegründet, Temeswara 89. Das, was Sie hier sehen, ist nur die Spitze des Eisberges. Ich sehe es als Verpflichtung eines jeden an, seine Mitmenschen zu unterstützen. Wir sind nicht einmal 10% der Gesamtbevölkerung. Die Kirche selber ist ja eine verschwindende Minderheit. Unsere Kräfte reichen nicht aus, um das Ganze sozusagen aus dem Dreck zu ziehen. Es gibt keine moralischen Vorbilder. Die Schere, die sich immer mehr zwischen den sozialen Schichten öffnet, ist einfach nicht mehr normal. Die Revolution war Ende Dezember 89. Ich bin noch einen Monat hier in Rumänien geblieben, da ich noch auf dem Turnier war in Bulgarien. Dann bin ich zurückgekommen und bin sofort ausgewandert mit dem Zug. Und ich bin in Wien West ausgestiegen aus dem Zug und vor dem Westbahnhof habe ich meinen Trainer getroffen, aber völlig zufällig. Und der hat mich regelrecht von der Straße aufgesammelt und so musste ich nicht in Treskirchen leben. Ich habe mir eigentlich alle Daten und alle Papiere über Treskirchen erledigen müssen. Das habe ich auch getan, aber gewohnt habe ich Gott sei Dank nicht in Treskirchen. Treskirchen, ein damals berüchtigtes Flüchtlingsauffanglager in der Nähe von Wien, blieb Florin Timbar nur erspart. Zurück in Rumänien wurde er als Unternehmer sehr erfolgreich. Für seine Liebe zum Badminton errichtete er eine Sporthalle, trainiert ein junges Talent und veranstaltet jedes Jahr ein internationales Turnier. Ich bin fast 3 Jahre in Wien Taxi gefahren und alle Kalkulationen und der ganze Plan für diese Geschichte habe ich im Taxi gemacht. Also auf den Knien, bevor ein Kunde eingestiegen ist, habe ich die ganze Zeit gerechnet und geträumt, dass irgendwas raus wird. Und es ist was raus geworden. Es ist alles in Bewegung. Ja. Es ist ein Aufbruch, es ist eine historische Etappe, wirtschaftliche Etappe unseres Landes. Nicht? Dadurch, dass jetzt alles in Aufbruch ist. Wir beginnen jetzt wirklich eine Marktwirtschaft zu werden. Als ich 1994 gesehen habe, dass es die Möglichkeit gibt, an einer Versteigerung teilzunehmen, habe ich die Firma gekauft und so hat alles begonnen. Ich habe mit einer Weberei angefangen und wir haben Zubehör für die Konfektion hergestellt. Es ist schwieriger für eine Frau und es ist schwieriger in Rumänien, weil es hier noch immer jene Vorurteile gibt, die sich nicht verändern, so viel wir auch versuchen. Der Platz der Frau ist nicht in der Politik und nicht in der Geschäftswelt, sondern zu Hause am Herd. Wir besuchen Temeswar als Teil einer Delegation von Nottingham City. Hier gibt es große Möglichkeiten für neues Know-how. So wie ich das verstehe, wächst der IT-Sektor enorm. Und das ist etwas, wovon die alten Mitgliedstaaten sowohl lernen als auch profitieren können. Zyonic ist von einem Rumänen und einem Deutschen gegründet worden und wird heute gemeinsam als rumänische Firma geführt. Zyonic ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen. Wir beschäftigen uns in den Bereichen von Softwareentwicklung, Datenerfassung bis hin zur Produktentwicklung. Dieses Unternehmen hat sich jetzt in den letzten 4 Jahren ganz klar in die Richtung Gesundheitswesen entwickelt. Persönlich kann ich nur sagen, dass ich mich sehr oft schäme, Rumäne zu sein, wenn ich in Brüssel darauf angesprochen werde. Wir können der EU keine Erklärung für diese Missstände im nationalen Gesundheitssystem geben. Aber Hauptschuldiger ist selbstverständlich das Gesundheitsministerium, das dieses Problem einfach verschleppt. Das ist eine medizinische Software, ist für Arztpraxen gedacht. Es ist die erste Online-Plattform für Hausärzte, die ist in Rumänien entwickelt wurde. Es gibt auch eine komplette Medikamentensammlung dabei. Man kann hier genau die Verordnung angeben. Das Besondere ist, dass alles im Internet läuft. Also wir sind schon einen großen Schritt voraus. Of course, in the first place, it has been the will and wish of the people of Temeswar. An erster Stelle steht natürlich das Wollen und der Einsatz der Bürger von Temeswar. Sie sind sehr unternehmerisch veranlagt und sie haben ein relativ hohes Bildungsniveau. Das sind die Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg. Es ist ein Zusammenwirken von eigener Initiative und europäischen Rahmenbedingungen. Internal dynamics and a sound external European framework. Ein rumänisches Sprichwort besagt, es gibt kein Wunder, das länger als 3 Tage dauert. Wir befinden uns in Temeswar anlässlich des Jahrestages der Ausrufung der Proklamation von Temeswar. Der berühmte Artikel 8 verlangt, dass in einer Demokratie jene Personen, die während des Kommunismus für all diese Gräueltaten verantwortlich waren, also alle Personen der Securitate und die Führer der kommunistischen Partei, keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden dürfen. Deshalb wurde die Gedenkstätte der Revolution ja auch errichtet, um die polizeilichen Ermittlungen gegen diejenigen, die geschossen haben, voranzutreiben. Zwei Generäle wurden verurteilt, Stanciulescu und Kitak. Jedoch wurde einer der beiden nach der Revolution Innenminister und der andere Verteidigungsminister. Ion Iliescu wurde 1990 der erste Präsident. Proteste gegen ihn ließ er gewaltsam niederschlagen. 6 Tote. Ana Blandiana holte er als Feigenblatt in sein Kabinett. Ich bin Schriftstellerin, Dichterin. Und plötzlich trat Ion Iliescu an mich heran und sagte, du hast nicht das Recht abzulehnen. Wir brauchen jemanden, der sehr beliebt ist. Sie sollte dazu dienen, die wahren Machtstrukturen zu verschleiern. Kurze Zeit später trat ich aus der Regierung aus. Die alten Securitate-Netzwerke blieben an der Macht. Ich habe die erste Möglichkeit, die sich mir nach der Revolution anbot, genutzt, und das war eben dieses Zeitungsinterview. Und da habe ich über diese Vorfälle, die mir in Bezug auf die Securitate passiert sind, ausgesagt. Ich fühle mich erleichtert. Auf diese Weise habe ich mich irgendwie befreit gefühlt. Um es anders auszudrücken, von einer Schuld befreit. Mein Gewissen war wieder rein. Es gibt heute in Temeswar ehemalige Geheimdienstagenten und Parteimitglieder, die wichtige Positionen innehaben und Multimillionäre sind. Ich habe allen Firmen, bei denen ich gearbeitet habe, gesagt, dass ich früher bei der Securitate gewesen bin. Doch das interessierte niemanden. Die Menschen glauben nicht mehr an ethische Werte. Sie wollen wissen, womit sie ihre Kinder am nächsten Tag ernähren können. Es berührt sie nicht mehr, dass jemand eine kommunistische Vergangenheit hat. Schauen Sie zum Beispiel Herr Radutino. Jetzt ist er Direktor bei Asirom, ein Unternehmen, dessen Eigentümer ein früherer Securitate-General ist. Es gibt schon noch kompetente Menschen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Unternehmen Alcatel. Alcatel hat sein Unternehmen mit Studenten und ausgezeichneten Professoren der Technischen Universität aufgebaut. Herr Bedros ist heute verantwortlich für ganz Zentraleuropa, wenn ich mich nicht irre, auch für Asien. Die Lehrkräfte wurden sehr schlecht bezahlt. Sie hatten sehr niedrige Löhne und das hat zu einer Instabilität geführt. Wir haben in das Polytechnische Institut 500.000 € investiert, haben 4 Arbeitsräume mit fixem und mobilem IT-Equipment ausgestattet. Die Kurse sind kostenlos und wir bezahlen unsere Professoren. Wir haben ihnen das Gehalt verdoppelt und die Schule hat sich stabilisiert. Eine privat-öffentliche Partnerschaft zwischen den Universitäten und den Konzernen ist die einzige Lösung für die Zukunft. Nach wie vor gibt es das Problem politisch bedenklicher Universitätsprofessoren aus der Zeit von 89. Professor Marcel Tolcher hat sich damit nicht abgewunden. GRU wurde vor etwa einem Jahr gegründet. GRU bedeutet genug. Enough. Eine Gruppe von Universitätsprofessoren kämpft für einen eindeutig demokratisch gesinnten Lehrkörper. Wir haben über Prinzipien diskutiert, haben unsere Kollegen gebeten, ihre Vergangenheit zu klären und mit ihr abzuschließen. Wir wollten sehen, ob es eine Zusammenarbeit zwischen ihnen und der Securitate oder der Politik gab. Erste Erfolge gibt es bereits. Herr Johann Michai ist in der Zwischenzeit nicht mehr Rektor der Universität. Aber das Problem bleibt weiterhin die Zivilcourage der Lehrkräfte. Es ist nicht wichtig, wer der Rektor ist, sondern wer den Mut hat, für seine Rechte zu kämpfen. Contează cine nu are curajul să își ceară drepturile. Eine Initiative der Universität gemeinsam mit der Kommune sind die Business-Inkubatoren. Brutkästen für kleinste IT-Unternehmen, denen durch geförderte Infrastruktur die Selbstständigkeit ermöglicht wird. Ich bin sozusagen die Unternehmerin und Sie sind meine Angestellten. Aber ich ziehe es vor, zu sagen, dass Sie meine Kollegen sind, weil wir hier eher die Atmosphäre eines Studentenclubs haben. Man arbeitet 16, auch 18 Stunden am Tag. Letzte Nacht habe ich bis 2:30 Uhr gearbeitet, aber es strengt mich nicht an. Der Einsatz lohnt sich. Die jungen Unternehmer haben Kunden aus der ganzen Welt. Es handelt sich um ein Outsourcing-Projekt für Kunden aus den Vereinigten Staaten. Die Idee des Projektes ist relativ neu. Es gibt den Angestellten die Möglichkeit, ihre Meinungen zu den Firmen, bei denen sie gearbeitet haben, zu sagen, sodass, wenn man dorthin arbeiten gehen möchte, man einiges überprüfen kann. Mal sehen, wie ist diese Firma, was halten die Angestellten von ihr? Wir sind ein Callcenter, also so 90% von dem, was wir machen, unser Hauptstandbein. Außerdem haben wir auch Datenverarbeitung und Programmierdienstleistungen. Wir beschäftigen zurzeit ca. 320 Mitarbeiter und haben Kunden in 25 Ländern weltweit, von Amerika, Kanada über ganz Europa bis nach Japan. Ja, 4 Stück würden sie 238,80 € kosten. In der Datenerfassung werden handgeschriebene Überweisungen in den Computer eingegeben. Alles, was in einer Stunde kommt, muss in einer Stunde bearbeitet werden. Was heute kommt, muss auch heute zurück. Es gibt keine Auszeiten. Falls wir es nicht schaffen, in 5 Minuten die Felder zu bearbeiten, werden sie auch automatisch aus Sicherheitsgründen zurück nach Deutschland geholt. Eu sunt convins că cel puțin în sectorul IT va asigura prezența firmelor de raie. Ich bin davon überzeugt, dass der IT-Bereich die Zukunft absichern wird. Nicht nur die multinationalen Konzerne sind wichtig, sondern auch die Klein- und Mittelbetriebe, die sich entwickeln und ein Ausgleichspotenzial darstellen, wenn ein großes Unternehmen gehen wird. In manchen Branchen ist aber nicht das Know-how, sondern das niedrige Lohnniveau der entscheidende Standortfaktor. Es reicht nicht. Wenn wir unsere Gehälter mit denen aus Deutschland vergleichen, verdienen wir 200 €. Wie viel verdient ein Arbeiter in Deutschland? Im Oktober dieses Jahres habe ich einen Kredit aufgenommen. 2000 € auf 10 Jahre. Das sind 300 € jährlich. Ich habe neue Möbel gekauft, einen Computer für die Kinder. Wir haben auch einen Internetanschluss. Nichts Außergewöhnliches. Aber die Kinder brauchen Bekleidung. Alle gehen aus. Marken, Marken, Marken. Adidas, Nike. Aber wie soll ich das alles schaffen? So schlimm war es noch nie. Wir sind wie die Sklaven. So geht's nicht. Mit diesen Gehältern kann man nicht den Lebensunterhalt der Familien absichern. Es wird gestreikt in Pitești, genau neben unserem Standort, bei Dacia Renault. Grund, es geht wie immer um Entlohnung. Die Rumänen haben sich vielleicht große Erwartungen gemacht mit dem Eintritt in die EU, dass der Lebensniveau will sich annähern sehr schnell zu den westlichen. Und deswegen gibt es auch diese hohen Erwartungen von der Bevölkerung. Man muss ganz klar sagen, dass direkte Möglichkeiten hat die Europäische Union keine. Die Frage des Lohnes im Allgemeinen ist die Frage des Mitgliedstaates und vor allem natürlich die Frage der Sozialpartner im Betrieb oder in der Gesellschaft. Die Streiks waren erfolgreich. Die Löhne wurden um bis zu 30% erhöht. Es war auch ein Grund, warum wir in den letzten Zeiten uns entschieden haben, einen Standort in Serbien zu suchen. Dort wird praktisch ein Teil der Produktion aus Temeswar verlagert. Wir haben schon seit einem Monat serbische Kollegen hier in Training, also die haben schon die Einarbeitung gestartet in Temeswar, sodass wir können rechnen mit einem Start der Produktion in einigen Wochen in Serbien. Es ist eine kranke Gesellschaft, die von der Geschwindigkeit traumatisiert ist, mit der die Veränderungen an ihr vorbeirauschen. Ein Problem, das praktisch alle betrifft, ist die Korruption im Gesundheitswesen. Adevărat că, datorită acestui fapt, în societatea românească a apărut un fenomen în care pacienții. Aufgrund der Tatsache, dass die rumänische Bevölkerung über die Gehälter der Ärzte Bescheid weiß, bieten sie den Ärzten, nennen wir es einmal, einen gewissen Ausgleich, Geld oder Geschenke für ihre Dienstleistungen an. Was aber wirklich schlimm ist, wenn der Arzt seinen Dienst an den Patienten von diesen Geschenken abhängig macht. Die Menschen verstehen nicht, dass man das Gesundheitssystem verbessern muss. Das Gesundheitssystem ist das korrupteste in Rumänien. Wie viel ein Einzelner gegen die Korruption tun kann, zeigt das Beispiel von Dr. Sandesk. Unsere Arbeitsbedingungen, als wir hier begannen, waren extrem schlecht. Es war eine Station, in der die Kranken nur so zwischen Leben und Tod kämpften. Und wir hatten keine Mittel, mit denen wir ihnen helfen konnten. Und so sahen wir ihnen nur beim Sterben zu. Dieses System hat Dr. Sandesk in seiner Abteilung von Grund auf verändert. Diesen Menschen, die heute mit Geld zu uns Ärzten kommen, um sich zu bedanken, sagen wir ganz offen, sie sollen es nicht uns geben, sondern unserer Abteilung spenden. Das Projekt ist sehr umfangreich. Die Intensivstation ist heute die fortschrittlichste Abteilung im Spital. Das Projekt beinhaltet einerseits die Renovierung der Räume, der Einrichtung und der sanitären Anlagen und andererseits die Anschaffung neuer medizinischer Geräte. Ich habe mich entschieden, in Temeswar zu leben, weil von Temeswar die Revolution für ganz Rumänien ausgegangen ist. Es gibt da etwas, den Zauber von Temeswar, der irgendwie weiterlebt, dieser gewisse Esprit der Revolution. Und wir durchleben noch immer einen interessanten Zeitraum, einen Umbruch, der sich im ganzen Land ereignet. Die Menschen wachen endlich auf. Wert schöpfen. Vielleicht war das auch ein Grund, warum wir so früh zur EU gekommen sind. Nur, ich glaube, wir waren nicht so groß, um die EU zu destabilisieren, und ich glaube, wir wurden von der EU einfach verschlungen. Schauen Sie an, Bulgarien und Rumänien ohne europäische Perspektive. Was für Entwicklung wäre auf dem Balkan? Diese zwei Länder sicher hatten Balkan stabilisiert. Sicher. Ich weiß nicht, ob es wäre möglich ohne europäische Perspektive. Ja, weiß ich nicht. Das ist auch die Frage, war es zu früh oder nicht. Es war möglich. Ja. Es sind auch die Probleme, aber wir bewältigen sie. Wir legen zurzeit fast die Hälfte von unseren Mitarbeitern von Randgebiet, das bedeutet bis zu einer Weite von 60 Kilometern. Wir rechnen zum Beispiel in Temeswar mit einer Arbeitslosigkeit, die unter 1,5% steht. Wir beschäftigen in Temeswar 2.000 von den gesamt 18.000 in Rumänien. Wir sind zurzeit einer der größten Arbeitgeber geworden in Rumänien. In Temeswar, wir bauen die Kabelbäume, also die elektrischen Systeme für BMW, für zwei Modelle, 1 und 3 BMW. Naja, Wünsche hätte ich viele. Ich möchte ein Haus bauen, mir ein besseres Auto kaufen und ein glückliches Leben führen. Wir haben 5 Kinder und alle gehen in die Schule. Wir arbeiten für die Kinder, sodass sie eine bessere Zukunft und eine bessere Ausbildung haben. Die Vollbeschäftigung ermöglicht es den Pendlern, in ihren Dörfern bleiben zu können. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus musste auch die Landwirtschaft neu strukturiert werden. So entstehen neue, größere, konkurrenzfähige Betriebe. Es ist ein Abenteuer und ein Risiko, aber ich war immer davon überzeugt, wenn du etwas wirklich willst, kannst du es auch schaffen. Wir haben 150.000 € von der EU als Förderung bekommen. Wir hatten eine Täglich um 5.30 Uhr waren vom Dorf Tormak Firmenbusse ins 45 Kilometer entfernte Temeswar. Wir haben uns im Bus kennengelernt, als wir zur Arbeit gefahren sind. Er ist angestellt worden und nach einem Monat sind wir zusammen in die Disco gegangen. So haben wir uns besser kennengelernt und dann beschlossen, zusammen zu bleiben. Wofür Temeswar in Rumänien, ja sogar in Europa berühmt ist, ist die Multikulturalität und Multikonfessionalität. 1716 wurde die Stadt durch Prinz Eugen von Savoyen von den Osmanen befreit. So kamen zu der einheimischen rumänischen und serbischen Bevölkerung auch die Ungarn und Menschen aus allen Teilen des Habsburgerreichs dazu. Durch die Multikulturalität haben wir hier auch deutsche, ungarische und serbische Schulen. Und es gibt etwas Besonderes, das man den Zauber von Temeswar nennt. Das bedeutet friedliches Zusammenleben, Toleranz und gegenseitiger Respekt. Als Geschäftsmann würde ich sagen, das Wichtigste war der Flughafen. Das nächste Argument ist, dass wir sehr, sehr nahe an der Grenze liegen und sehr nahe vom ungarischen Autobahnnetz sind. Und außerdem, wir haben diesen Approach zu der deutschen Kultur, zu der österreichisch-ungarischen Kultur. Es gibt hier sehr viele Minderheiten, die uns sehr, sehr viel nach oben gezogen haben. Das weiß ich, weil ich selber ein Rumäne bin. Hatte aber das Glück, zwischen den Schwaben, den Banater Schwaben, groß zu werden. Anders als in vielen Nachbarländern leben hier in Temeswar die Volksgruppen friedlich miteinander. Etwa 85% sind Rumänen, dazu Ungarn, Deutsche und Serben. Der EU-Beitritt war für alle ein Schritt in eine neue Zeit. Jetzt gibt es zwei Antworten, die ehrliche und die offizielle. Als Rumäne würde ich sagen, Rumänien wurde nicht zu früh zur EU aufgenommen. Persönlich ist es viel, viel zu früh gewesen. Ich bin sicher, dass EU völlig profitiert von den Tarifen, die hier praktiziert werden in Sachen Arbeitskräfte. Und dadurch können auch die westlichen Betriebe weiter kompetitiv sein und mehr... 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 0. La mulți ani! La mulți ani români! Bine ați venit in Europa! Ich wünsche Ihnen ein glückliches neues Jahr! I would like to greet the Hungarian community in Romania. I'm Ursula Plassnik, the Austrian Foreign Minister, and I would like to say Grüß Gott in der Europäischen Union. I would like to congratulate you. You have done a tremendous job. You have done a tremendous comeback into the European family. Am 1. Jänner 2007 begann die EU-Mitgliedschaft Rumäniens. Nach 50 Jahren Kommunismus und Unterdrückung und 15 Jahren zähen Übergangs zu demokratischen Verhältnissen kam mit der EU eine neue Herausforderung.